Ja, ich stehe hier in dem schönen Gebetspavillon in der Fränkischen Schweiz und wir haben hier einen Männertag zum Thema Kraftquellen erschließen und nehmen die Zeit, um mal etwas vorzulesen aus diesem Buch, diesem Männerbuch, die Akte Lot. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben und der Rainer Zilli hat mir dazu auch schöne Bilder gezeichnet, also ganz toll. Und es ist die Geschichte von Abraham und Lot, die also einer großen Berufung folgen und aufbrechen, in das Land zu gehen, das Gott ihnen zeigen wird. Und die Geschichte geht sehr gut los, aber dann. Dann trennen sich die Wege der beiden und Lot sieht in der Ebene das schöne Gebiet von Sodom und Gomorra und denkt sich, oh, das sieht aber viel besser aus wie hier im Gebirge, wo ich mit meinem Abraham gehe und ich werde da runterziehen und ich werde da Karriere machen und ich werde da mal was Neues anfangen. Nun ja, und es gibt ein Kapitel in diesem Buch, das heißt Krieg der Welten, weil nicht nur Lot, auch noch einige andere haben entdeckt, dass das eine schöne fruchtbare Ebenen sind bei Sodom und Gomorra und die haben dann die Städte überfallen und Lot verschleppt. Die Karriere war dann zu Ende und es liest sich folgendermaßen: Krieg der Welten. Nicht nur Lot hatte seine Augen auf das fruchtbare Land in der Ebene von Sodom und Gomorra geworfen. Es gab ein mächtiges Gerangel unter einer ganzen Menge von Königen, die alle gerne ihren Machtbereich ausdehnen und ihren Reichtum mehren wollten. Für den König von Sodom ging es schlecht aus, er musste fliehen und es war scheinbar auch das Ende der Akte Lot. Lot wurde enteignet, verschleppt und sollte im günstigsten Fall als Sklave verkauft werden. Was für Lot zunächst so gut ausgesehen hatte, war zum Albtraum geworden. Das ist die Geschichte vieler Männer. Sie verlieren alles und werden Mächten, Umständen und Zwängen zur Beute, denen sie gar nichts entgegenzusetzen haben. So hatten sie das nicht geplant, aber da sie den Bund mit Gott nicht wichtig nahmen, wie Abraham, konnten sie seiner Führung in der Krise nicht folgen. Klar, Gott wusste natürlich, was kommt und er hätte Lot gewarnt und dazu bewegt, vor dem Krieg abzuziehen. Doch wie wir schon gesehen haben, braucht das Glauben. Der landläufige Kirchenglaube reicht aber für ein solches gemeinsame Sache machen mit Gott nicht aus. Ja, er weiß über ein solches Bündnis von Himmel und Erde gar nichts und hat nicht die leiseste Vorstellung darüber, welches Potenzial ein solcher Bund zwischen Gott und Mensch in sich birgt. Aufgepasst, Männer, der Krieg der Welten kommt auch zu uns. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sich in falscher Sicherheit zu wiegen und den Versprechungen der Politiker zu glauben, dass alles in bester Ordnung sei, ist töricht und kann böse ins Auge gehen. Im Folgenden betrachten wir einen wesentlichen Punkt der Vorbereitung auf die Krise. Und es geht hier weniger um das Horten von Lebensmitteln im Keller oder die Einrichtung von Auslandskonten, als um die Investition in Freunde. Sag mir, wo die Freunde sind. Weil die Schicksale Lots und Abrahams irgendwie miteinander verknüpft sind, entkommt ein Kriegsgefangener aus den Händen der Eroberer und er findet seinen Weg zu Abraham in die Berge, um ihm von Lots Unglück zu berichten. Nun finden wir, dass Abraham, der nicht den Weg der besseren Geschäftsmöglichkeiten gegangen war, sondern den Weg des Bundes mit Gott, der Weg des Glaubens ist, Freunde hatte. Oha! Wir lesen von seinen Bundesgenossen, Mamre, Eschkol, Ana, von seinen bewährten Männern, mit denen er flugs eine kleine Befreiungsarmee zusammenstellt, um Lot zu retten. Ja, er war für die Stunde der Not vorbereitet und handlungsfähig, wo für Lot alles zu Ende war. Gott wusste, was kommt, und Abraham richtete sich danach, Lot nicht. Männer müssen immer wieder die bittere Erfahrung machen, dass es am Ende die Freunde sind, die viel mehr zählen als ihre Habe und ihre Geschäfte.
Normalerweise fordert der wirtschaftliche Erfolg als Tribut das Aufgeben oder Instrumentalisieren der Freunde und Gefährten. Bundesbeziehungen aber sind ganzheitliche und lebendige Beziehungen. Sie können nicht so nebenher laufen wie Facebook-Freundschaften. Wenn die Kriege und die Krisen kommen, dann blickt ein Mann sich um und er fragt wieder danach, wo eigentlich seine Freunde geblieben sind. Wirkliche Freunde. Er erinnert sich daran, dass es da mal welche gab, die mit ihm durch dick und dünn gegangen sind. Es ist stets die Krise, die offenbart, wer die wirklichen Freunde sind. Wenn alles gut läuft, sind natürlich alle unsere Freunde. Wenn es hingegen schlecht läuft, wer bleibt dann übrig? Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot, sagt ein Sprichwort. Und so ist es auch hier die Not, die das Band zwischen Lot und Abraham wieder aufnimmt und reaktiviert. Die alte Beziehung, die mit der Trennung von Lot und Abraham gestorben zu sein schien, ist doch noch vorhanden. Und sie funktioniert. Wenn ein Mann eine solche kriegsfeste Beziehung wiederfindet, nachdem seine Geschäfte kollabiert sind und sein Leben in der existenziellen Krise steckt, ist es ein seliger Moment für ihn. Und er hat die Chance, seinen Weg vielleicht noch einmal zu korrigieren. Menschen müssen sich fragen, Männer müssen sich fragen, wer ihre wirklichen Freunde sind. Und sie sollten sie nicht für ihre Geschäfte verkaufen und verraten und vergessen. Es kommt der Tag, da sie sie brauchen werden und erkennen, dass Freundschaft unbezahlbar ist. Abraham ist, typisch für seinen Glauben, bereit, ein hohes Risiko einzugehen und sich gemeinsam mit seiner kleinen Truppe, mit all den Königen anzulegen, die Lot mitgenommen haben. Da Gott mit ihm ist, gelingt es Abrahams Kommando gegen jede Logik und statistische Wahrscheinlichkeit, tatsächlich seine Neffen und alle anderen Gefangenen zurückzuholen, inklusive ihrer Habe. Es ist ein Wunder. Der König von Sodom will ihn für seine Heldentat reichlich belohnen, aber Abraham möchte entschieden nichts von ihm haben. Er weiß, wie man in Sodom denkt. Da gilt das Gesetz, Geschenke verpflichten. Denn alles ist Geschäft. Außerdem denkt Abraham bei Gewinn immer noch nicht an Geld und Karriere, sondern an die Erfüllung von Verheißungen. Er hält Gott für seinen großen Lohn, lesen wir, 1. Mose 15,1, und bezieht alles, was vorgefallen ist, auf Gott. Für ihn ist diese Befreiungsaktion eine heilige Erfahrung, was durch seine anschließende Begegnung mit dem geheimnisvollen Priester Melchisedek bestätigt wird. Leider lesen wir in diesem Report der wunderbaren Befreiung so gar nichts von Lot. Er wurde aus der Hölle gerettet, sein Onkel Abraham hat er für Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, wahre Wunder sind geschehen, die Sache ging immerhin in die Weltgeschichte ein. Dies war die Stunde der Zäsur des Schicksals, wo Lot noch einmal an die alte Berufung und Gemeinschaft mit Abraham hätte anknüpfen können, um mit ihm zusammen wieder gemeinsame Sache mit Gott zu machen. Er hätte seine Zelte in Sodom abbrechen können, niemand hätte ihm das nach der traumatischen Verschleppung verdenken können, aber offensichtlich blieb alles beim Alten. Soweit aus der Akte Lot. Wer sind unsere Freunde? Liebe Männer, ich habe festgestellt, um das noch zu sagen, viele meiner Freunde in dem Moment, wo die geheiratet haben, waren die Beziehungen vorbei. Geheiratet, vorher war man jeden Tag zusammen, danach an keinen Tag mehr. Das war irgendwie ein Ende der Männerbeziehungen, der Freundschaften. Jetzt war die Frau, jetzt kam die Familie und das ist nicht gut. Ich habe festgestellt, das ist nicht gut. Wir brauchen die Bruderschaft, die Brüder. Und das ist ein großes Thema durch die ganze Bibel, dass wir die Bruderschaft hochachten sollen. Und wie wichtig das ist, dass wir Männer haben, Brüder haben, Gefährten haben, die mit uns den Weg gehen. Alleine schafft das Leben keiner.
Wir brauchen einander. Viele Männer sind einsame Wölfe und machen das alles alleine und ja, und hoffen halt, das Geld wird schon alles regeln und sind am Ende trotz Geld einsam und verloren. Und die Krise kommt und keiner ist da. Ich habe 30 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe viele einsame Tode gesehen, muss ich sagen. Ja, so soll das nicht sein. Ich empfehle euch dieses Buch. Es ist eine so spannende Geschichte mit Abraham und Lot. Wir können unheimlich viel daraus lernen. Und das Thema Freunde ist eines der wichtigen Themen. Ja, ihr könnt das in meinem auf meiner Webseite auch könnt ihr dazu eine Leseprobe auch finden und verschiedene andere Inhalt und verschiedene andere Sachen könnt ihr finden. Man kann es dort auch bestellen. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich das schreiben konnte. Ein gutes Männerbuch. Die Akte Lot.